Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Guild Wars 2. Ja, wir wollen natürlich weitermachen. Hier hinten ist noch ein Fähigkeitenpunkt und ein Aussichtspunkt. Da gehen wir jetzt direkt einfach mal hin. Huch. Und dann da unten ist noch ein Wegpunkt und ja, ja, tralala. Es gibt noch viel zu tun in der Welt. Wir bekommen übrigens so Holz und sowas angezeigt auf der Minimap, daran habe ich überhaupt noch nicht gedacht bisher. Dass ich ja auch ein bisschen Holz und Eisen und so sammeln kann oder muss. Die Spinne hat sich, ach, die Spinne der Pirscher hat sich unsichtbar gemacht. Bevor ich hier wieder aus dem Latschen kippe, einfach mal ich wette, zu dem Aussichtspunkt muss ich hier lang gehen. Oh, was sind das denn für Dinger? Die sind nett, die kleinen, die großen sind eher nicht nett. Egal. Die sind sicherlich ortsgebunden. Naja, oder auch nicht. Draufhauen. Draufhauen. Bumm. Ich suche gerade eigentlich nur den Aussichtspunkt. Tja, ich hopf hier mal auf. Au, a, u, knack, knall, krach. Ich will mich doch glatt heilen. Gibt's ordentlich Rüstungsbrechen-Stacks. Da macht man schon gleich viel mehr Schaden. Ja, Spinny, ihr bist ein bisschen spät. Spinnenbein. Ah, das Aussichtspunkt ist ja easy eigentlich. Hier hätte ich jetzt gerne ein Breitschwert oder so. Und Nahkampfangriffe bis auf halt mehr als den einen, den wir hier haben. Und unser erster Aussichtspunkt. Da macht man dann so einen, ich nenne es mal Helikopterflug durch das nähere Gebiet. Da bekommt alles so ein bisschen gezeigt, wie schön das doch alles ist und so weiter. Und das ist es ja auch. Wunderbar. Der erste von 8 in diesem Gebiet. Ich werde mal hier ins Wasser fallen, mir das Knöchelchen dabei verstauchen. Und dort oben ist der Fähigkeitenpunkt. Es war, glaube ich, ziemlich fies, da hochzukommen. Ah, nee, doch nicht. Kommunizieren mit dem Ort der Macht. Und wieder ein Fähigkeitenpunkt. Cool. Wo müssen wir hin? Oh, in die Richtung wahrscheinlich. Ey. Oh, was ist das denn? Hallo, hier Hardlock drauf und so. So.
Gen Norden. Ja, doch, es ist der Norden, ungefähr. Ah, nee. Problem ist, ich greife jetzt wieder beide an, sowohl den Hirsch als auch die Katze. Und diese Hirsche sind teilweise echt fies. Oh, nee. Zack, wieder 10, 12 Stacks an Rüstung zerreißen drauf. Mistvieh hat sich unsichtbar gemacht. Und kippt um. Wo ist der Wegpunkt? Da unten. Okay. Was für ein Wort denn? Hallo? Handelt weise. Entschuldigt, verzeiht. Was ist das? Auf ein kurzes Wort. Wir haben jetzt Hilfe. Oh, das ist ein Event. Verdammt. Mal gucken. Ich soll die beschützen. Immer noch? Mist. Und die Untoten? Heinhüter von Brigitts Aussichtspunkt haben sie ins Meer gejagt. Die geben sich Ruhe. Na kommt. Ich gehe voran. Wie wäre es abends mit Stachelfruchtsalat mit Krebs als Vorspeise? Krebs an Stachelfrucht als Hauptgang und Stachelfrucht-Krebseis als Nachspeise. Wir sollten einen Okay, vielleicht kann man das sogar alleine schaffen. Vor uns sind mehrere Lindwurmnester. Jetzt wird's schon haarig. Ich mag meinen Spinny. Kriegt gleich mal noch einen Buff. Ah, jetzt habe ich den blöden Moa auch gepult. Nein! Ach. Genau deswegen will ich einen Bogen. Die Axt ist zwar echt cool, wenn die so hin und her springt, aber ich krieg halt nur Probleme damit. Diese Moas halten so viel aus. Ah, Level Up anscheinend. Geil mitbekommen. Spinne, versuch doch mal ein bisschen zu tanken. Nein! Nein! Nicht den! Den da! Ja, okay. Spinni macht das schon. So, jetzt heilen sie sich mal ein bisschen entsprechend. Oh, Inventar ist voll. Ich das hasse. Ah, Jute. Oh, der erste kippt gleich aus dem Latschen. Kann ich zum Glück wiederbeleben. Das ist ziemlich cool, dass man, ja, halt die NPCs wiederbeleben kann, wenn in so einer Quest inner umfällt. Das heißt, es ist nicht zwingend so schlimm. Man kann es dann immer noch schaffen, auch wenn beide umfallen würden. Cool. Warum renne ich eigentlich immer wie so ein angestochenes Schweinchen hin und her? Keine Ahnung. Weil ich es kann wahrscheinlich einfach nur. Ach, Inventar ist voll, dann bleibt das Teil hart liegen. Der hier sieht gut aus. Nee, bleibt's nicht. Ich sortiere einfach mal ein bisschen was ein. Okay. Geh echt schnell.
Na. Ja, alles easy. No problems. Da vorne sind wieder irgendwelche Untoten. Den, den man als erstes hittet mit der Waffe, kriegt das Ding meistens nochmal ins Gesicht. Das ist ganz cool. So, dann wird der mal wieder wiederbelebt. Ach, Spinne macht wieder irgendeinen Mist. Bitte, ich hab dir geholfen. Na, das war wieder Murks. Verdrückert habe ich mich da. Dann haben wir hier nebenbei noch eine Quest abgeschlossen. So, easy. Wiederbeleben. Geht ja zügig. Alles töten? Wo geht's denn hin? Ja, die können sich mal schön in Ruhe selber bekämpfen. Ich muss nur Wurzeln finden. Früchte von Wurzeln. Ein Krebs. Ja, Spinne ganz ruhig. Ach, hei. Was wird passiert, wenn ich das Teil wiederbelebe? Oh je. Oh je, oh je. Oh je, oh je. Ja, easy. Kann den Typen wiederbeleben? Wie viel haben sie denn? 4 von 10? Ach je. Das kann ja ewig dauern. Ja, gibt's wenigstens schön aufs Maul in der Folge, wa? Ist das Tierchen hier noch hoch? Hilft uns vielleicht. Es sind auf jeden Fall schon ein paar Spieler mit dabei. Oh oh. Komischer Leck. Hier noch das Geld einsacken. Mal schon die Zeit gerade haben. Krebs. Das Tierchen wieder aufheben. Das ist dann halt echt cool, also man muss ja nicht unbedingt großartig in einer Gruppe sein, es findet sich immer irgendwie jemand, der dann in so einer Quest mithilft natürlich. Und es haben alle was davon. Und hier ist irgendein Schwert drin gewesen, was möglicherweise interessant sein könnte. Das Teil kommt mal, beziehungsweise ich lager wieder Sammelgegenstände ein. Und was ist das? Schwert. Ein Schwert mit ein bisschen Schaden. Gucken wir uns dann mal an. Hier kann ich auch mal schnell gucken, was er zu verkaufen hat. Krempel. Ja, wäre ich dabei. Stachelfrüchte mit Krebschen.
die alle ausrasten gleich. Der hier sieht gut aus. Oh ja, der sieht gut aus. Los, einer noch. Do not attack this Moa. Oh damn. Oh, der sieht gut aus. Vielen Dank. Wieder was erledigt. Super. Hier oben ist noch ein Aussichtspunkt. Da ist noch ein bisschen was. Da wäre auch noch ein Fähigkeitenpunkt. Bin ich da weit entfernt von? Nö, eigentlich nicht. Schnell mal hintippeln. Hintippeln. Mistvieh. So. Irgendwo hier rein war das doch. Aha, lähmendes Gift. Nächster Angriff an den Gegner bewegungsunfähig. Cool. Zwar Quatsch jetzt, naja. Ich mag dieses Tippeln von der Spinne. Ah. Jetzt habe ich natürlich noch einen gepult. Ich wollte den zwar angreifen, aber es hat irgendwie nie geklappt. In your face! Oh. Es ist eher ein schwammiger Hardlock, muss ich sagen. Es hängt sehr davon ab, wo ich hingucke. Ich will doch nur hier rein, hier rein. Hier rein, hier rein, hier rein. Komm doch mal ein Stück näher. Penner versteckt sich hier im Busch. Sobald wir Level 7 sind, ne, wisst ihr Bescheid. Nee, kann ich dann natürlich zwei Waffensets nehmen und dann nehme ich das Schwertchen noch. Wo müssen wir denn hin? Das war schon mal die Sehenswürdigkeit. Sehr praktisch. Ach, eine Spinne mit erwischt. Kreiselattacke. Wieder irgendwas mitgepult. Versperrt. Sollst du auch den dort angreifen und nie irgendwas im Gestrüpp? Oh. Spinnenbein, nicht ein haariges Bein. Oh ja, ein haariges Bein. Oh, die Axt kam wohl nicht zurück. Zu weit geworfen. So, wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Ich hole mir also den Fähigkeitenpunkt noch.
Wow, was war das denn? Na, ich würde sagen, wir holen uns den Fähigkeitenpunkt in der nächsten Folge. Und wie wir dorthin kommen, werdet ihr auch da sehen. Also, bis gleich. Tschüss.